So, nun befinden wir uns hier. Willkommen zurück zu Die Siedler 6. Hier sind wir nun. Hier ist eine kleine Feier am Laufen, wie ihr sehen könnt. Für Ehefrauen. Genau, das erhöht ja auch den Ruf der Stadt. Was ich aber brauche, sind Soldaten. Hierhin. Jawohl! 1, 2, 3. Hierhin. Auf euren Befehl! Ja, bald ist das Soldatenlimit ja schon voll. Aber die sind jetzt da am Feiern, so ja, da muss ich jetzt ein bisschen warten. Das verstehe ich manchmal nicht. Zwei und aha, genau. Ihr habt jetzt gerade gesehen, zwei Leute, die zum Beispiel nur ein Körper am Tier gebracht haben oder zwei. Ich glaube, das hat etwas mit zu tun, mit wie viel Rentiere hier sind. Wenn das dann für einen kleinen Moment keine Tiere mehr hat, dann nehmen sie einfach alle Tiere, die es da, die sie haben, und bringen sie zum Lagerhaus. Das ist, ich glaube, es ist auch so. Auf euren Befehl! Ansonsten nahrungsmäßig, ja, ich habe da drei Räuchereien und eine Metzgerei. Sie stellen die ganze Zeit Nahrung her, aber scheint trotzdem nicht zu reichen. Muss ich dann auch wohl eine vierte Räucherei bauen? Wer weiß. Aber es scheint zu reichen, wenigstens ganz wenig. So, ich warte jetzt darauf. Schön. Alles Ich klar. glaube, das ist alles. 59, genau. Das wäre dann meine kleine Armee zum Kämpfen. Dann habe ich jetzt 8 Ehefrauen, wieso nicht? Mit 3 Sternen nur. Ist nicht so viel, aber soll ich machen. Könnte ich auch was bauen? Mehr Siedler. Nein, ist glaube ich gut. Bepredigt. Wieso nicht? Erhöht auch die Motivation. Steine schon bald weg. Eisen noch nicht. Von dem gibt es noch genug. Schön. Also habe ich die Kirche. Die wären jetzt gerne gegangen, aber haben keinen Platz mehr. Ja, ist dann halt so. Wie ihr sehen könnt, ist es jetzt teurer geworden, weil der Marktplatz Lagerhaus ein Level hoch ist, aber auch der Platz ist schöner geworden. Qualitativer. Na gut, lass uns hinfortstreiten in diese Territorien und lass uns sie mal einnehmen. Und noch ein kleines Festchen, wieso nicht? Kommt schon, Bogenschützen. Ach Mann. Wie ihr wünscht. Angriff. Es gibt kein Zurück. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. So, Angriff auf diese hier. Vorwärts. Ei. In den Kampf! Dieser Außenposten wurde ausgeschaltet, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Machen wir mit dem nächsten weiter. Genau. Ich sehe hier die Fackeln, die sind jetzt weg. Schon unterwegs. Wir müssen jetzt den Außenposten einnehmen. Territorium eingenommen. Und dann werden die wieder aufgefüllt an jedem Außenposten. Sobald er, glaube ich, wieder voll ist, oder?
Sein Steinrohr wird bald erschöpft sein. Schon unterwegs. Er repariert sich von selber, sobald da Truppen drauf sind. Und dann werden hier die Fackeln wieder nachgefüllt. Sofort. So ist das. Wie ihr wünscht. Quatsch, ich habe keine Einheit verloren. Das ist nicht schlecht. Jawohl. Alles klar. Lass uns da weiterlaufen. Und das Nest-Territory mir oben. Angriff. In den Kampf! In den Kampf! Es gibt kein Zurück! So. Wie ihr wünscht. Dieser Außenposten wurde ausgeschaltet, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Machen wir mit dem nächsten weiter. Wir haben ein Territorium eingenommen. Auf euren Befehl. Jawohl! Jawohl! Alles klar, alles klar. Nun gut, lass uns da weiterfahren. Hier drüben. Hi. Jawohl! Sofort! Mal schauen, was es hier so gibt. Alles klar. Kämpft weiter! Vorwärts! So, ja, die sind weg. Aber da wurden auch ein paar von meinen Angriffen. In den Kampf! Alles die klar. Küste ist nun frei. Hervorragend. Ich leihe euch einen Dieb, der unbemerkt herausfinden kann, wo der Botschafter gefangen gehalten wird. Dieser Außenposten wurde ausgeschaltet, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Machen wir mit dem nächsten weiter. Wir stellen euch einen Dieb an eure Seite. Er weiß, das Lagerhaus des Feindes zu infiltrieren und den Aufenthaltsort der Geisel herauszufinden. Ihr müsst den Dieb sicher ins Lagerhaus von Kirkasund geleiten, ohne dass er von Militäreinheiten entdeckt wird. Wir haben ein Territorium eingenommen. Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Jawohl! Nun gut, Verstanden! Ein Dieb, hä? Mal schauen, wie es hier so aussieht. Alles klar! Unbemerkt von Militäreinheiten. Ich weiß nicht, ob das schwierig ist oder nicht. Das ist jetzt hier die komplette Armee, wie ihr sehen könnt. Ja. Vielleicht findet ihr über den gefrorenen Fluss eine Abkürzung nach Kirkasund. Ja, das wäre möglich. Ich lasse sie mal kämpfen, Angriff. Einfach so. Weil dann geht es ja auch, nicht wahr? Nicht die alle Einheiten einfach auslösche. Ja. So. So gut wie erledigt. Sehr schön. Ich hätte aber auch über den Fluss kommen können. Ihr habt euer Ziel gefunden. Setzt nun den Dieb ein, um Informationen aus dem Lagerhaus zu stehlen. Es ist wichtig, den Dieb sicher zurück in eure Burg zu geleiten, damit er die Information überbringen kann. So, das ist auch ein bisschen, wie man einen Dieb benutzt. Man lässt ihn nicht entdecken. Das Gute ist, man kann ihn auch so in all diese Häuser schicken. Ein Steinbruch ist erschöpft. Und dann nimmt er Geld mit. Ich habe mal probiert, in Burgen und so, er findet zwar so geheime Pläne, aber ich habe, aha. Ja, ich müsste das mal herausfinden, so, was passiert, wenn ich ihn in die Kirche schicke. Wenn ich ihn in das Lagerhaus schicke, stiehlt er, Rohstoffe. Ansonsten, wenn ich ihn so in diese Häuser manuell schicke, dann stiehlt er Geld und, ja, weiteres.
einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ah, ich sehe hier eine Palisade. Nicht schlecht. Gehen wir mal hier hin. Wie ihr wünscht. Habe ich noch Zeit? Ja, habe ich. Eine Palisade heißt zum Abbrennen geeignet. Was heißt, ich kann da angreifen. Was heißt, ich kann da reingehen. Jawohl! Also mal hier hin. Wo war's schon wieder? Hier. Auf euren Befehl. Ich greife da mal diese Palisade an. Jetzt muss ich einfach warten, bis da diese Palisade aufgehört hat zu brennen. Es ist Winter, also es löscht Brände. In den Kampf. Diese löschen auch Brände, auch nervig. Also man muss genug Truppen haben, die diese Palisaden zerstören. Es gibt kein Zurück. Auf euren Befehl. Schön. Jetzt bin ich drin. Auf euren Befehl. Eine Eisenmine. Alles klar. Wird bald erschöpft sein. Vorwärts. Jawohl. Rein hier. Diese zwei müssen hier rein. Verstanden. Will er sie nun wieder nachbauen, dann müsste so ein Bauarbeiter halt durch. Dann kann ich angreifen. Auf euren Befehl! Ich stelle da mal meine Truppen hier hin. Verstanden! Unser Dieb hat ihre Burg ausspioniert. Nun können wir sehen, was sie vorhaben. Nun wissen wir endlich, wo sie ihre Geisel gefangen halten. Wir haben gelernt, Dieb auszubilden. Von nun an können sie in unserer Burg rekrutiert werden. Seid gegrüßt. Mein Name ist Hakim Abd al-Sahr. Ich bin Ritter und Botschafter meines Volkes. Doch eine Teufelin namens Crimson Sabbat hält mich gefangen. Findet mein Gefängnis, o Ritter, und befreit mich von meinen Ketten. Seid gegrüßt. Mein Name ist Hakim Abd al-Sahr. Ich bin Ritter und Botschafter meines Volkes. Doch eine Teufelin namens Crimson Sabbat hält mich gefangen. Findet mein Gefängnis, o Ritter, und befreit mich von meinen Ketten. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. So, ist ein bisschen einfacher gegangen, als ich gedacht habe. So sieht es also aus, wenn man ein bisschen infiltriert. Mal schauen, da ist er ja. Ich erbitte euren Schutz, bis ich eure Burg erreicht habe. Crimson Sabbat ist mir auf den Fersen. Wie ihr wünscht. Seid auf der Hut. Ja, er ist ihm schon auf den Fersen, aber ich habe jetzt alle getötet. Also so ein großes Problem soll es jetzt auch nicht sein. Der Winter könnte ein Problem werden. Ach ja, vielleicht noch etwas. Ich kann da einen Trupp nehmen. Wenn ich dann hinein bin, dann genau, es gibt dann dieses Symbol. Ich laufe dorthin. Sofort! Wow. Wie ist es denn? Wie sitzt der da? Der hat sich teleportiert. Genau, das Tor Jawohl. Ist jetzt offen. Hi. Was heißt, also ich brauche nur eine Einheit, kein Dieb, das geht nicht. Dann kann ich mit meinen Truppen rausgehen und Wie wieder reingehen. Und die Mauer ist schutzlos. So einfach ist das. Ihr müsst also wirklich immer schauen, also wirklich, da müsst ihr wirklich schauen, dass ihr, dass da keine Feinde reinkommen, weil ansonsten ist blöd.
Na gut, die KI-Gegner vom Spiel, die können so etwas nicht. Das ist das Gute. Aber andere Spiele schon. Eine Eisenmine ist erschöpft. Auf euren Befehl. Geht einmal zurück. Diese kann dann auch zurück. Steinmetz fehlt es am Stein. Alles klar. Schon unterwegs. So. Ich finde es immer super, dass dass ich einfach da auf die Karte klicken kann und die dann dahin laufen. Auf diese Minimap. Ist das wirklich wundervoll. Aha. Ist nicht so wie in Siedler 5, da ich noch ein bisschen in Kartenrand konnte. Ist es wirklich schön rund. Bei Siedler 5 war ich, glaube ich, viereckig, aber die Welt wurde rund gebaut. Ja. Und da ist sie ja schon. Sehr schön. Wieder ein Held, mit dem ich spielen kann. Ihr mögt den Südländer befreit haben. Doch das wird euch nicht viel nützen. Wir sehen uns wieder. Ihr seid verlässlich und vertrauenswürdig. Euch und eure Männer werden wir jederzeit willkommen heißen. Ich kam in dieses Land, um Verbündete gegen den Roten Prinzen zu finden. Doch Crimson Sabbath lauerte mir auf und nahm mich gefangen. Sie ist es auch, die die Wikinger von Narlind gegen euren Herrscher aufhetzt. Nur vereint können wir die Bedrohung durch den Roten Prinzen standhalten. Lasst mich eurem Bündnis beitreten. Gemeinsam werden wir unsere Länder zu schützen wissen. Ja, schön. Dann haben wir auch diese Mission erfolgreich abschließen können. Sehr schön. Dann, ja, es gibt auch Hühner. Wow, so viele Tiere hier, die man endlich nutzen kann. Ach ja, also, ich würde mal sagen, das war's gewesen für heute. Ich habe da meinen Sieg und das ist das Ende der Episode. Also, ich wünsche noch einen schönen Tag, das war der Super F in Die Siedler 5. Ja, noch einen schönen Tag.